Wohnungsbau, der kollabiert gerade in Deutschland. Es ist auch eine einzige Katastrophe. Monatlich genehmigten Wohnungen in Deutschland sind wieder auf dem Niveau von vor 10 Jahren. Also wirklich katastrophale Entwicklung. Die Bundesregierung tut nichts dagegen. Also die Bundesregierung hatte sich selber zum Ziel gesetzt, 400.000 Wohnungen im Jahr zu bauen. Also aktuell sind wir bei 20.000 genehmigten Wohnungen im Monat. 20.000 mal 12 Monate macht uns 240.000, also deutlich weniger als 400.000. Also die Bundesregierung hält nicht mal ihre eigenen Ziele auch nur annähernd ein. Es ist eine riesige Volksverarsche, die hier stattfindet. Und schuld an diesem Einbruch sind vor allem die Zinserhöhungen der EZB. Ihr seht es hier im Jahr 2022, wo die Zinserhöhung losging. Da ging auch der Einbruch beim Wohnungsbau los. Also es ist eine extrem starke Abwärtsentwicklung, die wirklich 1:1 mit den Zinssätzen korreliert. Da sagen ja viele, ja, das liegt doch daran, dass die Bürokratie so hochgefahren wurde, dass die Vorschriften sich verschärft haben. Also jetzt meine Frage, haben diese Vorschriften sich zwischen 2010 und 2021 nicht verschärft? Also haben die sich in den letzten 10 Jahren, Klimaschutzvorschriften und alles, haben die sich da nicht massiv verschärft? Noch, auch da haben diese Vorschriften sich verschärft. Also die Vorschriften waren offensichtlich nicht der entscheidende Punkt. Sondern der entscheidende Punkt beim Einbruch des Wohnungsbaus waren die Zinserhöhungen der EZB. Also man sieht hier wirklich ganz klar, hier 2022 begannen die Diskussion um Zinserhöhungen, da haben die Börsen das schon vorweggegriffen, da sind schon die Baukredite gestiegen. Hier wurden sie dann vorgenommen Mitte 2022 und hier haben wir jetzt diesen Einbruch. Also es korreliert wirklich 1:1. Also die zeitliche Koinzidenz, die ist unglaublich, also das höre ich immer wieder, wenn ich sage, ja, guckt euch das doch mal an, die Zinserhöhungen sind schuld dran. Nein, 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 Vorschriften sind doch verschärft werden, Klimaschutz, bla bla bla. Ja, das hatten wir hier auch schon. Hier hat es nicht zum Einbruch geführt. Der Einbruch kam mit den Zinserhöhungen. Diese zeitliche Koinzidenz, die ist beeindruckend. Es ist auch völlig klar, dass so was extrem Teures wie eine Wohnung zu bauen, wie ein Haus zu bauen, dass man für so etwas Fremdkapital braucht. Und wenn die Fremdkapitalkosten sich auch nur leicht erhöhen, dann bricht die gesamte Kalkulation in sich zusammen. Dann können sich viele Haushalte, die sich das eben noch leisten konnten, das plötzlich nicht mehr leisten. Und dementsprechend bricht der Wohnungsbau ein. Und das sieht man hier sehr, sehr gut. Als die Zinsen noch gesenkt wurden, also 2010er Jahren bis 2021, waren die extrem gering, ist der Wohnungsbau immer weiter gestiegen, bis auf, beziehungsweise das hier sind jetzt die genehmigten Wohnungen, aber die gehen ja dem Bau etwas voraus, ist auf über 30.000 Wohnungen im Jahr. Also beinahe hätte die Bundesregierung hier ihr Ziel erreicht, aber die Zinserhöhung, die übrigens von dieser Ampelregierung unterstützt werden, also Leute wie Isabel Schnabel, Leute wie Joachim Nagel, die für die Ampelregierung, also Bundesbankspitze Joachim Nagel und im EZB-Direktorium Isabel Schnabel sitzen, die befürworten diese Zinserhöhung. Also hier wird eine bewusste Zerstörung, eine absichtliche Zerstörung der deutschen Wirtschaft betrieben, damit das Finanzkapital höhere Zinseinnahmen hat. Hier werden die Interessen von Großbanken vertreten gegen die Interessen von Großteilen der deutschen Bevölkerung, gegen die Interessen unserer Industrie und vor allem gegen die Interessen des Bausektors, gegen die Interessen von allen, die sich eine zahlbare Wohnung leisten wollen. Es ist eine katastrophale Wirtschaftspolitik, die diese Ampelregierung hier führt. Und es ist jetzt egal, ob ich Habeck anguckt, wie hier gerade im Interview, oder Lindner. Die sind alle schuld an diesem Desaster, was sich hier vor unser aller Augen abzeichnet. Und das sind ja keine geheimen Informationen, die ich hier habe. Offen zugänglich, den Status. Guckt einfach beim Statistischen Bundesamt vorbei, die veröffentlichen das. Also das eigene Statistikamt der Bundesregierung bestätigt das Versagen dieser Bundesregierung und kein Journalist berichtet drüber. Und wenn niemand drüber berichtet, ja, dann findet es nicht statt. Es werden dann solche Fragen gestellt wie, ja, wie ist denn die Kommunikation in der Koalition? Kommunizieren Sie über Zeitungen? Ach, irgend so ein Schwachsinn. Anstatt habe ich mal einfach Zahlen um die Ohren zu hauen. 26,6% weniger Baugenehmigungen für Wohnungen im Jahr 2023. Herr Habeck, wieso hat die Bundesregierung die Zinserhöhung befürwortet, die dafür verantwortlich sind? Und zweitens, was will die Bundesregierung dagegen tun? Und vor allem, wann will sie es tun? Denn irgendwann sind auch die Kapazitäten im Bausektor weg. Wenn da 2 Jahre ein Unternehmen nichts gebaut hat, dann hört es nicht einfach nur auf zu produzieren, sondern dann ist es tatsächlich insolvent. Dann gibt es diese Kapazitäten im Bausektor nicht. Dann kann man die auch nicht kürzester Zeit wieder aufbauen. Dann dauert das wieder ein Jahrzehnt, bis diese Kapazitäten wieder da sind. Wir haben hier, wie gesagt, wir sehen hier gerade, dass, also wenn dieser Absturz nicht bald aufhört, dann sehen wir, dass Kapazitäten verloren gegangen sind, die ein Jahrzehnt gebraucht haben, um aufgebaut zu werden. Also es ist eine katastrophale Entwicklung und die Bundesregierung tut nichts dagegen. Ganz im Gegenteil, sie verschärft diese Malaise noch. Also würde ich sagen, wirtschaftliche Lage in Deutschland ist düster, es sieht schlecht aus, es wird wohl noch schlechter werden, es gibt aktuell keine Zeichen, dass sich die Talfahrt weder in der energieintensiven Industrie noch im Wohnungsbau abschwächt und es sieht auch nicht so aus, als ob Politiker wie Habeck daran irgendetwas ändern wollen.